Heute bei Bitte melde dich. Bibiane aus Frankreich sucht ihren Bruder Philipp. Durch einen Zufall erfuhr sie, dass es ihn gibt. Philipp zu finden ist mir unglaublich wichtig. Also habe ich beschlossen, dass ich unbedingt etwas unternehmen muss. Meine Suche führt zunächst nach Deutschland in die Pfalz, dann aber auch nach Paris. Doch es gelingt mir einfach nicht, Licht ins Dunkel zu bringen. Ich komme keinen Schritt weiter. Ich muss mir irgendwas Neues einfallen lassen. Schließlich landen wir in den USA. Was hat es mit dieser Spur auf sich? Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Bibiane aus der Schweiz hat mich um Hilfe gebeten, denn sie sucht seit vielen Jahren nach ihrem Bruder Philipp. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Neustadt an der Weinstraße und bin sehr gespannt, ob ich da überhaupt weiterkomme. Denn ganz ehrlich gesagt habe ich selten so wenig Hinweise für eine Suche gehabt. Ich bin Bibiane Schaffroth-Orny und wohne im Kanton Neuchâtel. Und ich suche meinen Bruder Philipp. Ich habe erfahren, dass ich diesen Bruder habe, als meine Mutter verstorben ist. Sie ist im Oktober 2019 gestorben. Daraufhin habe ich mein Elternhaus ausgeräumt. Dabei wollte ich alle Fotos und Dokumente sammeln und aufbewahren. Dabei fand ich in einem alten Ordner Briefe, die eine Frau an meinen Vater geschrieben hatte. Eine Frau aus Deutschland, Ilse. Sie schrieb, dass sie ein Kind von ihm erwartete. Als ich diese Briefe gelesen habe, hat mich das sehr berührt. Bis heute. Ich weiß, wie es ist, mit einem Kind verlassen zu werden. Denn das habe ich auch erlebt. Also habe ich beschlossen, dass ich unbedingt etwas unternehmen muss. Bibianes Vater Dennis stammt aus Frankreich und war in Neustadt an der Weinstraße als Soldat stationiert. Nach seinem Dienst dort bekam er viele Briefe von einer Ilse, die allerdings ohne ihren Nachnamen oder eine Absendeadresse verschickt wurden. Ilse schrieb immer wieder von ihrer großen Sehnsucht nach Dennis und sie schickte viele private Fotos. All diese Briefe deuten darauf hin, dass Ilse damals in Neustadt lebte. Sehr viele Fotos wurden in Weinbergen gemacht. Daher glaube ich, dass Ilses Eltern Winzer gewesen sein könnten. Die Briefe und die Bilder sind die einzige Spur, die Bibiane für eine Suche hat. Auf ihnen sind Ilse und ihr Sohn Philipp in Neustadt zu sehen. Bibiane sucht darauf nach weiteren Hinweisen zu ihrem Bruder Philipp. Auf der Rückseite des Fotos von Philipp, das ich im Ordner gefunden habe, steht Philipp mit einem Jahr an Weihnachten 1953. Ich denke also, dass Philipp um Weihnachten 1952 geboren wurde. Wenn ich in meinem Stammbaum Philipp und seine Mutter eintrage, bin ich in einem Prozess der Heilung, weil ich die Wahrheit niederschreibe, weil ich die Wahrheit wiederherstelle. Sie existieren, sie sind Teil unserer Familie und sie bekommen ihren Platz. Philipp zu finden ist mir unglaublich wichtig. Ich weiß, dass ich ihn finden muss, ich spüre das. Es geht einfach nicht anders. In Neustadt an der Weinstraße beginnt meine Suche nach Bibianes Bruder Philipp. Auch wenn ich weder Nachnamen noch Adressen von Philipp und Mutter Ilse kenne, versuche ich im Stadtarchiv von Neustadt mein Glück. Vielleicht kann man mir hier weiterhelfen. Da ist Licht. Da muss ja jemand sein.
Ah, da sitzt jemand. Hallo, habe ich doch jemanden gefunden hier. Hallo. Julia Leischig. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der wahrscheinlich in den 50er Jahren hier in Neustadt gelebt hat. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Ich würde meine Chefin holen, Frau ja. Merkel. Ja. Ich würde Sie vielleicht gerade bitten, an dem Tisch da hinten Platz zu nehmen. Das mache ich. Ja, das ist aber lieb. Dankeschön. Danke. Ist es wenigstens schön warm. Hallo, sind Sie die Frau Merkle? Ja. Hallo, Julia Leischig. Frau Merkle, ich bin auf der Suche nach jemandem und habe sehr wenig Anhaltspunkte. Ich weiß, dass die Person Ilse heißt mit Vornamen. Und ich weiß, dass sie in den 50er Jahren hier in Neustadt gelebt haben muss. Und hat einen Sohn, der müsste so um Weihnachten rum geboren sein, 1952. Und der wird gesucht und vermisst von seiner Halbschwester. Deswegen bin ich überhaupt auf der Suche. Und jetzt habe ich gedacht, das Stadtarchiv, das hat mir schon in so manchen Fällen weiterhelfen können. Deswegen bin ich hier. Was meinen Sie dazu? Ja. Ist nicht viel, ne? Nee, was ich hab... wirklich nicht viel Information. Also mit Vornamen allein ist es für uns wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, ich weiß. Ja, haben Sie denn sonst noch irgendwas, irgendwelche Fotos, Belege, mit denen ich irgendwie was anfangen könnte, wo ich auch selber noch mal gucken könnte? Sie stellen genau die Frage, die ich immer stelle, nur diesmal ist es andersrum. Genau. Habe ich dabei, ich habe alles, was ich habe, in Kopie mitgebracht, weil ich mir das schon gedacht habe, dass ich Ihnen alles weiterhelfen könnte. Ja. Das sind Briefe, Fotos, da sind auch Namen drin, aber es ist echt mager, das sage ich gleich. Ich würde es Ihnen komplett da lassen? Ja. Ja? Gut, dann schaue ich mal, ob wir in irgendeiner Art und Weise da was herausfinden können. Das wäre super. Mein Kontakt ist ja auch beigefügt alles. Ne? Alles klar. Also ich mache nicht ganz so große Hoffnung, weil, wie gesagt, nur mit den Vornamen oder so. Aber ich gucke mir die Unterlagen mal an. Vielleicht finde ich noch irgendwie was. Und wenn Sie noch irgendwie was finden, melden Sie sich einfach auch noch mal, damit ich dann da weitermachen kann. In Verbindung. Und außerdem habe ich immer Hoffnung. Bis zum Schluss habe ich Hoffnung. Sehr gut. Alles klar. Dankeschön. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Frau Merkle wird sicher einige Zeit brauchen, um sich erstmal einzulesen. Deshalb möchte ich derweil mit Hilfe der alten Bilder weiter recherchieren. Ilses Fotos in Weinbergen könnten darauf hindeuten, dass sie aus einer Winzerfamilie stammt. Auf einem Bild aber ist ein Laden namens Bär im Hintergrund zu sehen. Vielleicht gibt es diesen Laden ja noch. So richtig, es muss doch hier irgendwo sein. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich suche diesen alten Laden Bär. Ist das hier irgendwo? Wissen Sie nicht? Ich kenne mich ja hier noch gar nicht aus. Ach so, ich auch nicht. Alles klar, danke. Aber ich glaube, es müsste irgendwo. Ich gucke jetzt noch mal da vorne. Ach da, da ist es. Bär, da steht sogar noch Bär dran. Das ist das Haus. Bär. Okay. Aber da ist gar nichts mehr. Nee, also hier ist tatsächlich keiner mehr. Aber eins steht fest, Ilse hat genau hier gestanden, vor diesem Geschäft. Kann es sein, dass Ilse zum Familienbetrieb gehörte und somit Bär hieß oder heißt? Ach, schau mal hier. Elektrokranz gegründet 1918. Da frage ich nach. So. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin auf der Suche nach jemandem, nach einer älteren Frau, die heißt Ilse. Ich weiß, dass sie einen Sohn hat, der Philipp heißt. Sagen Ihnen die beiden Namen irgendwas? Nein, gar nicht. Ist ein bisschen komisch, wie ich es überfallen, ne? Ich habe hier ein Foto. Da ist diese besagte Ilse drauf. Und das ist ja hier vor dem Laden nebenan, ne? Ja, vor Bär. Ja.
Aber jetzt, ich kenne die Dame nicht. Ich habe jetzt gedacht, ja. Wissen Sie, weil ich suche eigentlich den so. Bitte? Die könnte vielleicht zum Haus gehören. Genau, ja. Das war ja auch mein Gedanke. Ob das vielleicht Familienbetrieb ist, Ilse Bär oder so, sagt Ihnen nichts. Ja, bei der Familie Bär, da gab es 4 Töchter. Das könnte sein, dass eine davon Ilse hieß. Frau Kranz versucht weiterzuhelfen. Sie erinnert sich daran, dass die besagten Schwestern mehrere Töchter und Söhne hatten. Einen davon kenne ich. Das ist ein Herr Helferich. Helferich? In der Vogelsangstraße. Hier im Ort? Hier im Ort. Ist das eine Privatadresse oder ist das auch ein Geschäft? Das ist auch ein Geschäft. Das ist eine Glasbaufirma. Glasbaufirma. Ja. Alles klar. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute. War Ilse tatsächlich ein Mitglied der Familie Bär oder stand sie nur zufällig vor dem alten Laden? Ein Mitglied der besagten Familie könnte hier für Aufklärung sorgen. Ach, hier. Glasgestaltung, Glasbau, Wolfgang Helferich. Wir sind richtig. Entschuldigung, hallo, kein Schreck kriegen. Sind Sie ja Helferich? Ja. Mein Name ist Julia Leischig. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Es geht um eine private Sache. Mhm. Meinen Sie, ich könnte kurz mit Ihnen reden? Ja, okay. Ja? Darf ich rein? Bitte. Dankeschön, das ist sehr nett. Nichts Schlimmes. Dankeschön. Jawohl. Ja, wunderbar. Also es geht um Folgendes. Ich war bei Elektrokranz und da hat man mir gesagt, dass Sie zur Familie Bär gehören. Ist es richtig? Ja, also meine Mutter ist eine geborene Bär, allerdings schon 12 Jahre verstorben. Ah, verstehe. Um was geht es denn? Also es geht ja im weitesten Sinn um dieses Foto. Hier ist Ilse drauf. Die hat 1952 einen Sohn bekommen, der Philipp heißt. Sagen Ihnen die beiden Namen irgendwas? Also auf Anhieb nicht. Nicht. Ich habe mir gedacht, da sie hier vor dem Geschäft steht, könnte es ja sein, dass sie zur Familie gehört hat. Also eine Familienzugehörigkeit besteht mit Sicherheit nicht. Der Name sagt Ihnen nichts. Und es ist ja auch eine recht alte Aufnahme, so 50er Jahre. Richtig. Schätzungsweise. Ich bin Jahrgang 58. Ja. Also ich könnte mich auch persönlich nicht an die Frau erinnern. Also konkret bin ich ja auf der Suche nach dem Sohn Philipp, der ist 1952 zur Welt gekommen. Ach, das wüsste ich definitiv. Also ganz bestimmt einen Philipp Bär gab es nicht. Okay, vielleicht ist es ja auch eine Sackgasse. Vielleicht steht die Frau auch nur durch Zufall da, ich weiß es nicht. Ne? Und damals war Neustadt noch nicht touristisch. Also man kann schon davon ausgehen, dass es sich um Eingeborene handelt. Ja, ne? Verstehe. Okay, es war ein Versuch. Trotzdem vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja? Gerne, keine Mühe. Ja. Danke, tschüss. Okay. Also manchmal helfen mir ja die unglaublichsten Hinweise. Aber diesmal bringt mir die Tatsache, dass eine Frau vor einem Geschäft mit dem Namen Bär steht, überhaupt nichts. Ich komme keinen Schritt weiter. Ich muss mir irgendwas Neues einfallen lassen. Am nächsten Tag. Ich gehe der anderen möglichen Spur nach. Der vagen Vermutung, dass die Mutter von Bibianes Bruder aus einer Winzerfamilie stammt. Zahlreiche Fotos legten den Verdacht nahe. Deshalb möchte ich versuchen, mich in der Branche umzuhören. Hallo. Entschuldigung, dass ich Sie hier so überfalle. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ja. Und zwar habe ich nur so ein paar ganz vage Hinweise. Der Name ist Philipp, die Mutter Ilse. Ich habe leider weder Nachnamen noch sonst irgendwas, aber eben den Hinweis, dass es vielleicht eine Winzerfamilie. Hier in Neustadt. Genau. Okay. Ich weiß nur, dass der Sohn 1952 geboren ist. Sagt Ihnen das in der Kombination irgendwas? Nein. Die beiden Namen. Aber man kennt sich ja schon, oder? So. Man kennt sich. Es gibt aber auch eine Familie, die mit Nachnamen Philipp heißt in Neustadt. Das nützt mir nichts. Also, das ist die Mutter. Das ist die Mutter, ja. Das ist so eine der wenigen Spuren, die ich habe. Tut mir leid. Nett. Alles klar. Aber trotzdem danke für die Mühe. Gerne. Gell? Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ohne Nachnamen ist es wirklich schwierig, aber ich mache einfach weiter. Nächstes Weingut. Versuch mein Glück. Guten Tag. Hallo.
Entschuldigung, die Störung. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja. Ich bin auf der Suche nach jemandem und habe nur ganz vage Hinweise. Mhm. Und eine Spur, die ich verfolge, ist, dass die Person vielleicht einer ansässigen Winzerfamilie angehören soll. Okay. Ich habe zwei Vornamen. Die Mutter heißt Ilse und der Sohn Philipp, geboren 1952. Sagt Ihnen das in der Kombination oder so irgendwas? Nee, also ich glaube, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Alles klar. Wo ich Ihnen weiterhelfen kann, ein Schlückchen Wein einschenken vielleicht, wenn Sie Lust haben. Würde ich sofort, wenn ich nicht so viel zu tun hätte. Okay. Aber das ist sehr nett. Ich höre mich weiter um. Alles Herzlichen klar. Dank. Tut mir leid. Danke. Tschüss. Tschüss. Auf zum nächsten Weingut. Weingut Helmer. Hallo. Hallo. Entschuldigung, sind Sie der Herr Helmer? Ja. Ja? Ich habe eine Frage. Ich bin, grüß Gott, hallo. Hallo. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ja. Und habe da ganz wenige Hinweise. Ich weiß nur, die Mutter heißt Ilse, der Sohn Philipp. Der ist 1952 geboren und ich habe noch nicht mal Nachnamen. Ich habe die zwei Namen. Sagen die Ihnen irgendwas? Nee. Eine Frau mit einem Sohn. Nee. Winzerfamilie. Weder Ilse noch Philipp. Nee. Ihnen auch nicht? Nee. Gar nicht. Ja, das ist auch echt wie die Nadel im Heuhaufen. Ich habe hier ein Foto, ein altes von ihr. Da war ich schon bei dieser Firma Bär, aber die Spur läuft ins Nichts. Auch die Firma gibt es ja heute nicht. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Nee. Das tut mir leid. Schade. Ich habe gehofft, es wäre Verwandtschaft vielleicht. Nein, okay. Ja, ich glaube, da muss ich mir was Neues einfallen lassen. Alles klar. Möchtest du einen Schluck Wein probieren, oder? Ganz lieb, aber ich brauche ja einen klaren Kopf beim Nachdenken. Alles klar. Okay. Ganz lieb, danke schön. Tschüss. Bitte schön. Danke. Tschüss. Ich klappere noch einige Winzer in der Gegend ab, aber langsam wird mir klar, dass ich so nicht weiterkomme. Deshalb schaue ich mir am Abend noch einmal ganz in Ruhe Ilses alte Briefe an. Lässt sich vielleicht doch noch irgendeine Spur entdecken? Also, die Briefe wurden im Zeitraum 1952-53 geschrieben. Und obwohl sie Deutsche war, hat sie auch Französisch geschrieben. Leider gibt es hier nirgends einen Hinweis auf den Nachnamen von Ilse. Doch einen Namen einer Frau kann ich tatsächlich entdecken. Eine Frau, die offenbar mehrmals aus Paris nach Neustadt zu Besuch kam. Eine Verwandte? Irene Dachicourt. Das ist der einzige konkrete Hinweis. Ich denke, ich werde Lukas aus meinem Team nach Paris schicken, um das zu recherchieren, denn mich interessiert brennend, in welchem Zusammenhang sie mit Philipp stehen könnte. Am nächsten Morgen fährt Lukas früh nach Paris. Er soll zwei Adresseinträge zum Namen Irene Dachicourt in Paris abklären. Diese Einträge konnte ich im Vorfeld recherchieren. Doch sind sie noch aktuell? In so einem Kreisverkehr hier komme ich dann schön ins Schwitzen. Hoffentlich trifft er die Frau, die ein enges Verhältnis zu Ilse und Philipp hatte und uns in der Suche helfen könnte. Ja. Boulevard Diderot. Hier ist die 79, bonjour. Dachicourt steht jetzt nicht dran, aber ich versuche es einfach mal. Hallo? Bonjour. Guten Tag, ich bin Lukas vom deutschen Fernsehen. Ich suche eine Frau namens Irene Dachicourt. Können Sie mir vielleicht helfen? Sagt mir nichts. Und die soll hier leben? Ja, ich glaube, sie lebt hier. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne sie nicht. Okay. Irene Dachicourt. Nein, die kenne ich nicht. Gibt es hier im Haus vielleicht eine andere Person, die sie kennen könnte? Nein, hier wohnt sonst niemand. Die anderen Wohnungen werden gewerblich genutzt. Merci beaucoup. Vielen Dank. Gern geschehen. Ja, sie wohnt hier nicht. Dann versuche ich es einfach mal nebenan. Ist nur halb offen. Aber halb offen ist nicht geschlossen. Bonjour. Guten Tag. Ja? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wie bitte?
Was möchten Sie? Pardon? Entschuldigung. Wir kommen vom deutschen Fernsehen. Mein Name ist Lukas und ich suche eine Frau. Sie heißt Irène Dachicourt. Sie hat nebenan gelebt. Kennen Sie sie? Tu la connais? Irène Dachicourt? Nein, kenne ich nicht. Okay. Merci beaucoup. Hallo. Bonjour. Guten Tag. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich suche eine Frau namens Irène Dachicourt. Die kenne ich nicht, keine Ahnung. Okay. Wissen nicht. Okay. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Okay, dann frage ich jetzt hier nochmal. Die sind ja direkt da drunter. Vielleicht wissen die was. Bonjour. Guten Tag. Excusez-moi. Entschuldigen Sie, ich bin Lukas vom deutschen Fernsehen. Ich suche eine Person, die hier, Diderot 79, gelebt haben soll. Irène Dachicourt. Irène Dachicourt. Das sagt mir leider nichts. Nein? Nein. Irène Dachicourt? Überhaupt nichts. Okay, danke. Gern geschehen. Au revoir. Ja, also Irène Dachicourt wohnt hier nicht und offenbar kennt sie hier auch niemand.